Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu einem Pokémon Rot. Ich hab ein Vokado. Das ist mal ein Start für eine Folge. Und Pokémon, dieses Pokémon schützt seinen Lebensraum, bellen und beißen vor Eindringlingen. So, wie nennen wir den Kleinen jetzt? Wo er aussieht da oben wie eine Kuh. Das ist ja... Alter. Ohne Scheiß, warum sieht, ist der Sprite wie von einer Kuh? Ein Name für ein Vokado. Und jetzt Kafufu ist nicht keine Option. Genauso wenig wie Doge. Doge ist auch keine Option. Stimmt, ich nenn's wie... Oh, genau. Zunder. So hab ich damals in Torchlight mein Begleiter genannt. Mein Frettchen. Ich nannte es einfach nur Zunder. But of course. Den müssen wir jetzt erstmal holen gehen. Ein neues Projekt am Bau? Das ist das neue Projekt. Das ist das aktuellste halt. Ich habe es mir angewöhnt, immer nur noch ein Projekt laufen zu haben und dann immer den Rest so wie Streams halt passieren. So, jetzt ist die Frage. Ach, fuck you, Gulba. Ich habe genug wie dich. Ich brauch mal was tatsächlich Kompetentes. Sonder! Von dem her noch. So, was kannst denn du? Biss und Brüller. Das sind noch keine Feuerattacken. Guten Angriffswert auf jeden Fall schon mal. So für den Anfang. Jetzt haben wir Feuer. Sobald wir Feuerattacken haben, heißt das. So, jetzt ist die Frage, wie level ich den Guten? Also Zunder... Zunder und Patte müssen jetzt mal ein bisschen nachholen. Die drei hier, die vier haben jetzt mittlerweile ihre Dosis bekommen. Ja, ja, wir bleiben auch nicht lange in Psycho City. Wir gehen schon wieder. Na, was hast du? Ich bin weitergekommen, Glücksspieler. Oh, der hat auch einen Vulcano. Aber seins ist stärker als meins. Oh mein Gott, wieso hat meins so derbe Outlines? Ja, Vulcano zu trainieren könnte jetzt zu Anfang ein bisschen schwierig werden. Zumal er jetzt noch stark hinterher ist. Aber wenn wir das so erledigen, dann dürfte das eigentlich funktionieren. Oh mein Gott. Vulpix sieht echt nicht gut aus. Vulpix sieht echt ungesund aus in der Form. Die Queen kannst du nicht wegbrüllen. Die Queen interessiert sowas nicht. I told you. Wobei ich dir lassen muss, dass du einen Blubstrahl von der Queen überlebt hast. Also Respekt dafür. Habe ja nicht geknackt. Oh, ich bin schlecht. Alter, mal Trainer-Battles dürften bis dahin eigentlich eine ganz gute Idee sein. Bam, bam, badam, bam. Oh, ein Bettler. Ach, ein Streber. Bläh. Fahr ich denn mit dir an, ey? Ein Gift-Typ. Dann überlassen wir das Zoe. Schmeißen das Ding mit Stein. Ja, weil der Schaden, den ich dadurch nehme, ist minimal. Auf 15 lernst Flammenwurf. Das heißt, wir müssen sehr lange einen Vulcano behalten. Wir kriegen also erst sehr spät einen Arcani. Der hat einen Slimog. Ach du Scheiße. Boah! Oh boy. Meine Lieblings-Evoli-Entwicklung ist definitiv... Flashbang! Ist mein, ist ein Flamara. Ohne Scheiß, ich mag Flamara am liebsten. Du kannst mich nicht nochmal aussetzen. Entwickelt sich Slimog echt so früh? Also Slimer?
Another Schleimer. Another one. Another one. Ja, da hat Sonda aktuell noch gar keine Chance. So überhaupt nicht. Und Zui ist einfach not interested in this shit. Denkt sich, Alter, hast du mich gerade gehauen? Hast sogar versucht, mich zu flashbangen? Ich bin ein Stein, das funktioniert bei mir nicht. Ja, das mit Sonda könnte jetzt dauern. Das könnte ein bisschen tricky werden. Wobei sind... Ja, ich wollte gerade sagen, hier sind doch hier... Die Clone Wars. Die Clone Dudes. Bam, 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 bam. Noch ein Penner. Dum, bam, ba, dum, bam. It's a Smorgon. Das ist Zugführer Smorgon. Better watch out. Was ist jetzt zu der Zeit hier noch effektiv gegen, gegen Gift? Ich meine, ich lasse es Killer Queen machen. Der, das ist zuversichtlich. Der ist 26, Alter. Ein aggressives Smoggen. Boden, sonst nichts. Oh, great. Okay, ich hätte Georock. Stimmt, Psycho. Aber Psycho ist leider auch keine Option gerade bei mir. Um genau zu sein, Psycho ist gar keine Option bei mir. Mensch, dein Smogon ist echt, Alter. Lass dich umschulen zum Zugführer. Ist auch wieder eine Pfadfinderin, die unbedingt eine Umarmung braucht. Nee, du bist eine Göre. Okay. Okay, Zunder, ich glaube an dich. Jetzt glaube ich ein bisschen weniger an dich. Ja, schau mal, guck. Der Schaden ist... Ja, tritt nach. Natürlich. Ich meine, es trifft trotzdem. Oh. Zunder, du erstaunst. Du verblüffst. Und du stirbst. Zumindest fast. Ah, so einer sind wir. Ein Hyperzahn-Spam des Mistvieh. Kick die Ratte weg, Mensch. Kick die Ratte weg. So. Weggekickt die Ratte. Och, wie süß. Hier, Happenstein. Brr. This does not work. Bam. Wieso habe ich das Gefühl, dass Zui einfach dieses Ding greift, in den Boden zieht und dort lässt? So, aber ich muss Zunda ja weiterleveln, sonst kommen wir hier nicht voran. So, Gobble muss leider auch mal wieder gelevelt werden. So ungern ich das ja sage. Slash! Whoopah! Könnt ihr mal aufhören, mit meinem Geld durch die Gegend zu schmeißen? Sehe ich aus, als hätte ich das einfach mal über? Alter Verwalter. Respektloses Pack. Und ein Katschupi. Ja gut, danach wechseln wir zu Zui Stein. Ein Abrafang. Sonst noch Wünsche? Außerdem, was soll ich mit dem Abra? Ich kann mir eins kaufen nachher. Hier. Beschmeiß das Ding mit dem Stein. Is dead. Problem löst. Ich könnte mir ein Abra kaufen. Ist nicht so, als ob ich das nicht... So, ja. So manche Sachen weiß ich dann ja doch. Eben. Ich meine, es liegt doch, glaube ich, irgendwo in der Spielhalle sogar irgendwo Geld rum. Mauzi ist so süß, ey! Boah, cool, ein Mauzi-Cosplayer. This is what I need in my life right now.
Bäh! Ich muss mal Keso fragen. Irgendwie musst du mir mal zeigen, wie ich hier Georock irgend hier so... Muss das sein? Erschlag's mit dem Stein, bitte. Danke. Oh, immer dieser Kreideschrei. Muss denn das immer sein? Tut denn das Note, dass das so kreidig sein muss? Ich lass es. Ich schwör dir, ich schlag dir den Schädel ein. Wenn ich treffe. Sobald ich treffe, schlage ich dir den Schädel ein. Sobald ich treffe, schlage ich dir den Schädel ein. Sobald ich treffe... Okay, danke. Thank you. Alter, mein Geld! Kabum! Ob Kreideschrei in der Pokémon-Welt wirklich als so eine Soundwaffe benutzt wird? Gegen irgendwie Schwerverbrecher oder sowas? Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, ich weiß nicht warum. Und du, ne? Ja gut, ich wollte gerade sagen, fang du nicht auch mit dieser Kreideschrei-Scheiße an. Schlag dir ein Schädel ein. Da brauchst du gar nicht so rumzuheulen. Ich schlag dir wirklich, sobald ich treffe. Sobald ich treffe. Sobald... Danke. Oh mein Gott. Alter, mein Geld! Hallo, das ist alles... Das kostet alles Geld, das Geld. Oh yeah. Und er lernt Glut, nice. Oh. Oioioi. Der Gähner, der wollte raus. Mein gesamtes Geld. Alter, ist mein gesamtes Geld auf dem Boden verteilt. Ey, glauben die, das wächst auf dem Baum oder was? Blöde Penner. Bah, ne Hamster. Alter, das Ding ist Level 23 und immer noch... Wow, ich zeig dir mal, wie das auszusehen hat. Amateur. So hat das auszusehen. Kick weg das Ding. Kick weg dein Hamster. Oh mein Gott. In der Front sieht das Ding echt aus wie ein hässliches Schweinchen. Oh, Giftstachel. Nein, wie knuffig. Überfahr's. Süß, überfahr's nochmal. Yes, Level 30. Die Queen. Vor allem mit eigentlich sehr guten Werten, finde ich jetzt persönlich. Ja, doch, also... Ich bin mit der Queen bin ich aktuell noch am meisten zufrieden. Gobble natürlich. Die Spiele mögen beginnen. Halakahalaba. Ich hab gar nicht mitgedacht, wann ich die Folge gestartet hab. Fuck. Oh mein Gott, Quapsel. Quapsel. Es würde mich 10 Sekunden dauern, dein Gesicht komplett verschwinden zu lassen. In diesem Sprite. Das ist irgendwo schon traurig. Weil ich mag Quapsel und Quaputzi und Quappo. Das sind tolle Pokis. Aber du siehst echt nicht gesund aus. Du siehst echt aus wie ein Digimon Reject. Und das soll nicht böse gemeint sein. Because Digimon is awesome, aber manche Digimon sehen auch ziemlich trash aus. Ja gut. Ich heile eigentlich nur, damit hier Ruhe ist. Mir geht dieses Gepiep in mir auf den Keks. Kachupi ist zu blöd, um sich zu hypnotisieren zu lassen. Alter, Quapsi sieht aber auch echt merkwürdig aus. Bäh. Oh shit, ein Quapputzi. Den verputzi.
Ja, Mann! Immerhin hast du jetzt richtige Augen. Immerhin etwas. Immerhin hast du vernünftige Augen. Und kannst immer noch nur Aqua knarren. Das ist irgendwo peinlich. Leck mich doch. Gobbel, übernimm du. Bäh. Come on, du Sack. Wach auf. Wach auf, du Gobbelmerv. Es ist nicht so, als ob ich irgendwie Angst hätte, dass du stirbst oder so. Jetzt habe ich so sehr gemasht, dass ich aus Versehen den Tackle genommen habe. Aquaputzi ist cool. Sieht zwar merkwürdig aus hier neben Sprite, aber an sich ist es cool. Wenn es tatsächlich blau ist, ist es sogar tatsächlich cool. Ich meine... Oh, hi. Noch ein Dude. Chemie? Cool, ein Penner will mit mir über Chemie reden. Na, mal schön. Ich versuch's mal. Au. Du kannst unmöglich jetzt schon Finale und so, oder? Ne? Ich denk mal einfach, dass du es nicht kannst. Aber du kannst Ultraschall und das wird viel wehtun, weil das irgendwie Level-Schaden macht und es ist total weird. Yay! Aber Zunder macht... Ja, doch. Ah, nee, noch nicht. Komm. Zünd's mal an, vielleicht ist es ein Flammbar. Es ist sogar ein Flammbar, wer hätte das denn gedacht? Wer hätte das gedacht? Das Ding ist ein Flammbar. Jetzt hört es nicht auf zu brennen. Das Schlimme ist, Zunder ist... ja doch, vor Zunder könnten wir auch mittlerweile Respekt und Hoffnung haben. Voltoball. Ja gut, da sollte ich jetzt vielleicht mal... doch mal ein bisschen das ganze Sui überlassen. Wobei Ultraschall könnte, kann trotzdem da wehtun. Und das wird es ja auch. Fixer Schaden, ne? Oh, muss das immer sein? Oh mein Gott. Muss denn das immer sein, dieser Sound? Oh ja. Jetzt hab ich Gobbel rausgehauen. Macht auch nix. Kreideschrei ist einfach... Ich verstehe nicht, wie der Lavandia-Theme Leute zu in Wahnsinn getreibt hat, wenn Kreideschrei viel schlimmer ist. Uiuiuiui. Gerdschmelze. Das große Einkaufszentrum in Prisma in der City hat eine riesige Auswahl. Oh, geil. Ich mag Auswahl. Auswahl ist cool. Und nachdem ich den ganzen Trainern ihr Geld abgenommen habe, ist es sogar noch cooler. Man soll sich ja manchmal fragen, ist dieser Tunnel hier legal? Ich weiß nicht so ganz. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist nicht so ganz legal. So, ist hier irgendwas, was tatsächlich interessant wäre? Ich glaube ja nicht. Ja, nicht. Aber es ist eine kleine, gute Stätte, um hier Zunder ein bisschen zu trainieren, wenn hier Taubsis rumlaufen. Ich glaube, das werde ich auch gleich mal so im Zwischenpart mal machen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt hier... wie lange ich die Folge jetzt hatte. Deswegen gehe ich mal die sichere Route und sag... Das war's für heute von Let's Play Pokémon Rot. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.